Ihre erste Begegnung mit der E-Mobilität, können Sie sich noch erinnern, wie war die, was war das? Ja, also meine erste Begegnung ist schon sehr, sehr lange her und da kam der Tesla gerade raus, also das Modell S. Und im Rahmen eines Autotests hatte ich die Gelegenheit, den auf einer Rennstrecke zu fahren. Und da war ich eigentlich gleich fasziniert von der E-Mobilität, weil war halt richtig viel Spaß. Ne? Wir wissen ja, beschleunigt richtig gut und klar, wenn man schnell fährt, ist man auch ein bisschen schneller leer, aber es hat halt richtig, richtig viel Spaß gemacht und ja, seitdem bin ich der E-Mobilität irgendwie treu. Ein gutes Stichwort, E-Mobilität und treu sein. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht wichtig, auch E-Mobilität zu unterstützen, jetzt durch das Fahren hier, das Rennen und so weiter? Also ich denke, gerade in Deutschland leben wir auch von neuen Technologien. Und das ist ganz klar mit einer neuen Technologie. Also wir sind ja auch eine Autonation und deswegen macht uns alles rund ums Auto auch Spaß. Und ich denke, das wollen wir auch in Zukunft bleiben. Und ich glaube, man muss immer offen sein für neue Technologien. Ich habe ja selber auch in der Autoindustrie angefangen als Ingenieur, habe Autos entwickelt. Und deswegen interessieren mich natürlich alle neuen Technologien. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, für neue Sachen immer offen zu sein und neugierig zu bleiben. Bevor wir über den E-Mobility-Markt sprechen, nochmal ganz kurz zusammengefasst, Fahrgefühl E-Mobility-Fahrzeuge? Ja, es macht halt Spaß in vielen Hinsichten. Einmal natürlich, wenn man diese Beschleunigung spürt, man hat natürlich, also diese Kraft wird ja direkt auf die Räder mehr oder weniger übersetzt und das kann man sehr gut selber spüren. Und wenn man dann aber auch so Sachen wie hier macht und sagt, okay, ich kann natürlich jetzt hier nicht nur Gas geben, weil dann ist meine Batterie gleich leer. Also insofern ist es viel taktisches Fahren jetzt. Also wir rechnen jetzt, wie schnell können wir denn hier laden, was haben wir hier für Stationen, wie lange sollten wir draußen bleiben, wie schnell sollten wir fahren und im Endeffekt ist es dann hier ein sehr taktisches Rennen. Die E-Mobilität in 20 Jahren, was wäre so Ihre Vision? Was denken Sie, wie wird die aussehen? Oder die Mobilität, sagen wir es ruhig so. Ja, also das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, da ist die ganze Autoindustrie momentan dran. Wie sieht es dann wirklich im Endeffekt aus? Ich glaube, wir werden einen Misch sehen. Wir werden sehr viel Elektromobilität sehen, aber ich glaube, wir werden auch Brennstoffzellen sehen und nicht nur Batterien. Und das macht auch sehr viel Sinn, dass wir da einfach gucken, was für Technologien sind umweltfreundlich. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass wir im Endeffekt sauber uns bewegen können. Nun sagt man ja gerade jetzt im Moment den Konzernen auch nach, wir wären zu langsam, die Politik tut nicht genug. Was wäre so in den freien Raum gestellt Ihre beste Empfehlung, dass E-Mobilität weiter vorankommt, wenn Sie denn auch der Meinung sind, dass sie weiter vorankommen sollte? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie akzeptiert wird von dem Benutzer. Also der Kunde ist der König. Und das haben wir immer so gesehen. Wenn die Nachfrage groß ist, wenn der Wunsch nach solchen neuen Fahrzeugen groß ist, werden sie auch hergestellt werden. Und die Industrie wird sich darauf einstellen, weil die wollen ja im Endeffekt dann auch einen Markt haben und Geld verdienen. Und deswegen ist eigentlich derjenige gefragt, der solche Sachen nachher fährt. Er soll es einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, dann wird man sehen, wie viel Spaß das macht und dass das eigentlich auch gar keine so große Umstellung ist. Ein schlauer Mensch von BMW, ich glaube, das war sogar der, er war nicht der Herr Fröhlich, sondern der Mann von der Motorradbranche, hat mal gesagt, was nützt das tollste Elektroauto, wenn man mit dem 4 Meter und 2 Meter breiten Ding nicht in die Stadt kommt. Was halten Sie von der zweirädigen E-Mobilität? Hier weiter werden die schnellen E-Bikes präsentiert, hier zwei Hallen weiter. Wie sieht es auf Zweirädern aus? Ich weiß, Sie kommen aus der Vierradwelt, aber ich mir trotzdem die Frage stellen. Nein, ich komme gar nicht aus der Vierradwelt. Also ich habe ja auf Zweirädern angefangen, bin die ersten Rallyes alle auf dem Motorrad gefahren. Deswegen liebe ich auch Zweiräder. Aber warum nicht? Durchaus. Ich habe zum Beispiel auch ein E-Mountainbike, mit dem ich sehr gerne unterwegs bin. Ich habe auch normale Mountainbikes. Also insofern finde ich das total super. Jeder, der meint, er braucht nur zwei Räder, hat recht. Ist nochmal weniger Energieverbrauch und weniger Platzverbrauch. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, okay, das ist mir zu unsicher. Ich will lieber vier Räder und ein bisschen Blech um mich rum. Deswegen ist es gut, dass es alles gibt. Das hört sich klasse an. Vielen Dank.